SWN. Hallo liebe Freunde, heute bin ich in Alte Maria Bildhausen bei Münnerstadt und ich will mir das mal anschauen. Ich war schon lange nicht mehr da in Maria Bildhausen. Früher mal mit meinem Mann, aber der ist ja schon lange verstorben. Ich hätte ja fast nichts mehr gefunden, muss ich ja zugeben. Dieses Maria Bildhausen, jetzt fast nicht mehr gefunden, weil irgendwie haben mich total verfranzt und verfahren. Die haben ja auch die Straßen alle neu gebaut und naja, schauen wir mal rein. So, das ist also hier der Eingang nach Maria Bildhausen. Heute haben wir ja wunderschönes Herbstwetter und wenn wir zum Motorradfahren ja ideal. Man kann sich ja gar nichts Besseres wünschen, dieses Wetter zum Motorradfahren. Und jetzt gehe ich also durch die Pforte hier in Maria Bildhausen. Da darf also hier rein. Früher war da mal eine Gaststätte. Bin mal gespannt, ob die noch immer im Betrieb ist. Also hier ist eine Gaststätte, normalerweise ist da auch offen, aber Montag ist natürlich geschlossen. Und ja, warum fahre ich am Montag daher? Aber was soll's. Habe ich wieder Geld gespart und schauen wir das Maria Bildhausen mal so an. Also wie gesagt, das ist immer ein Ausflugsziel wert. Wenn du mal nicht wisst, wohin, dann fahr da mal her zu dem Kloster Maria Bildhausen. Und ja, sehenswert. Wie ihr hier auf den Bildern ja seht, also man kann das schon als Ausflugsziel mal bezeichnen. Also auch die Preise sind also bezahlbar, gell? Da kann man nichts sagen. Und ja, wie gesagt, wunderschöner Ort hier. Unser Franken ist sowieso wunderschön, gell? Wenn man es da anguckt, jetzt auch im Herbst. Also der Himmel. Ich könnte mich verlieben in diesen Himmel, Leute. Wunderschön. Auch hier in Maria Bildhausen werden wir natürlich von diesen Laubbläsern nicht verschont. Aber was muss, das muss. Wie mein Mann mir gesagt hat, was Mut hat, Mut. So, also früher waren wir öfters hier in Maria Bildhausen, haben wie gesagt auch mal öfters in der Gaststätte gesessen. Und also es ist hier wunderschön rumzulaufen. Da hinten ist ja auch der große Golfplatz, der ist ja bestimmt bekannt, Maria Bildhausen, dieser Golfplatz. Und ja, wenn der mit seinem Laubbläser nicht so viel Krach gemacht hätte, wäre es halt hier noch schöner. Aber wie gesagt, was, das Laub muss ja auch weggeblasen werden, wir haben jetzt Herbst. Und ich muss also sagen, als Motorrad fahren, ist schon ein Unterschied, ob ich im Sommer fahre oder jetzt im Herbst. Ich habe es kein paar Mal gemerkt, ich muss mal vollbremsen. Da sind die Räder, die reagieren da schon mal anders. Ne? Und ja, für mich ist heute nicht der letzte Tag, für viele ist heute der Reformationstag, der letzte Tag, wo sie mit ihrem Moped mal fahren dürfen. Für mich ist das jetzt mal nicht so. Ich darf halt auch weiterfahren mit dem Motorrad, weil ich habe ein ganz Jahreskennzeichen. Ageler for Bachelor. Damals hat den Übeldater, diesen Laubbläser. Aber Leute, ist das nicht schön? Ist das nicht schön hier? So wie ihr auf meiner Jacke natürlich seht, habe ich mir den Spaß gemacht und habe nach dem Film Wild Hogs natürlich auch mir einen Aufkleber drauf gemacht auf die Jacke. Weil zu wem passt das besser als wie zu Schwein von einem Motorradfahrer? Wildschweine, oder? Wir sind die Wildschweine. Ja, was sonst, ne? Als Schweinfurt, Schweine und Wild sind wir sowieso. Oh, das mit den Schweinen, das muss ich zurücknehmen. Also ich bin jetzt fast rum hier in Maria Bildhausen. Man kann also hier im Klosterhof rumlaufen. Da hinten ist also wegen so eine Unterkunft. Ich kann das gar nicht sagen, es ist jetzt. Ja. Also wunderschön für alle Leute in der Welt, die meine Videos schauen.
Maria Bildhausen in Unterfranken bei Münnerstadt. Jetzt ist natürlich heute die Gaststätte zu, aber ich muss ja immer Montag rumfahren, weil da habe ich am meisten Zeit. Was natürlich auch schön ist, wenn man montags rumfährt, die Menschenmassen sind verschwunden. Man kann also wirklich mal rumlaufen, ohne dass man ständig über Massen von Menschen drüber stolpert. Also ich genieße es, diese Ruhe, einfach mal spazieren laufen zu können, ohne an den Eingang. Ups. Jetzt kommt natürlich der Herbst und mit morgen ist ja der 1. November. Da ist natürlich die Zeit für viele Motorradfahrer vorbei. Die haben ihre Motorräder dann abgemeldet und dann muss man natürlich vermehrt aufpassen beim Fahren, weil die Autofahrer sich wieder daran gewöhnen, dass die Motorradfahrer eben nicht mehr da sind und dann vielleicht etwas leichtsinniger fahren wie sonst. Also jetzt gerade im November, Dezember, Januar, wenn man fährt, muss man also erhöht aufpassen auf die Autofahrer.